noch die Hälfte an Zeit. Benji Barth ist schon oben, wartet auf uns. Hoffe ich. Oh, 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 nein, nein, nein. Nein. Nein, ich bin in einem Schneegebiet stecken geblieben. Okay, ich mach das allein. Ach, ist das fies. So, Bamster. Erreiche die beste Punktzahl mit einem Sprung. Ja, die habe ich erreicht, aber ich bin auch nicht am Leben. Ja, und nun? Wie kriege ich die Punkte dann gut geschrieben? Wenn ich sowieso nicht überlebe? Silbermedaille gewonnen. Naja, siehste, geht doch. Okay, der nächste. Ich sehe schon gar nicht mehr durch. Hier sind noch ganz viele Dropzones, die wir freischalten können. Wir setzen uns jetzt einfach mal hier oben ab. Es ist nicht mehr allzu weit, aber ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Da drüben ist was Interessantes. Das würde ich mir gern genauer ansehen. Ja, das gucken wir uns genauer an. Ach Gott, okay, 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 ganz ruhig. Gleich nochmal. So kann man sich auch aufwecken. Okay, wie soll ich denn das schaffen? Können wir gleich so springen oder was? Ja, das geht so nicht. Ich kann nicht drehen dabei. Wie soll ich denn das machen? Gott, so schwer bin ich nicht mehr gestürzt, seit ich angefangen habe. Joa, ich lass mich einfach... Nee, geht auch nicht. Ich muss das Ganze ja in einer gewissen Zeit schaffen. Es wird nie was. Da, sobald ich einmal nach oben drücke, ist schon vorbei. Ich muss versuchen, hinter den Stein zu springen. So, und jetzt runter. Reicht auch nicht. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Nee, das ist doof. Das ist echt blöd. Nee, das macht keinen Spaß. Also wie komme ich sonst an die Dropzones ran? Ich muss mal versuchen, mit dem Paraglider hier runterzuspringen. Auf geht's. Ja, hier sterben gerade ganz viele Leute. Auch nichts Neues. Und ich würde mich gerne hier vorne irgendwo abstellen, wenn das denn ginge. Komm, 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 komm. Gut, ich bin nah genug an der Dropzone dran. Dann werde ich mich jetzt auch hier auf den Stein niederlassen. Okay, lauf, lauf, lauf. Geht's? Ja, geht. Wo ist denn die Dropzone? Da ist eine, aber die andere war hier vorne. Da ist sie. Noch ein fantastischer Spot eingetütet. Ich muss weiter, noch ein bisschen näher ran. Okay,
kriegen wir hin. Damit wir die restlichen Spots auch noch bekommen. Insgesamt 640 Kilometer im Spiel reisen. Explorer-Experte. Wow. Damit haben wir wieder ein neues Level erreicht. Zumindest was den Explorer angeht. Jetzt sind wir auch nah genug für diese Dropzone. Dann bitte hier landen. Ja, stirb ruhig noch 20.000 Mal. Bleib liegen. Ach Gott, nee. Stunden später. Bleib doch mal liegen. Halt. So ist gut. Aufstehen, Kamera rausholen, Ding da fotografieren. Da meldet sich gleich mein Entdeckerherz. Ich stöber mal rum. Das freut mich doch. Da gibt's doch sicher eine Menge Möglichkeiten für mich. Sicherlich, sicherlich. Da ist sogar noch ein interessanter Ort. Den will ich auch noch haben. In der Hoffnung, dass wir wenigstens irgendein Gebiet komplett entdecken. Ist ja auch nicht wirklich immer der Fall. Also das Ganze hier verlangt einem wirklich viel ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich so mein Gebiet wird. Ich denke eher nicht. Wir werden noch die anderen versuchen abzulaufen, aber dann war es das auch. Mehr wird dann wahrscheinlich auch nicht passieren. Freigeschaltet Theodul-Gletscher. Sieht alles sehr imposant aus. Freigeschaltet Gacciao della Forza. Klingt so italienisch. Sind wir jetzt im italienischen Bereich der Alpen? Ich glaube ja. Ich glaube, es hieß auch sowas wie agil, ne? Adelach. Nah genug für eine Dropzone. Ah, da unten. Dann landen wir hier doch einfach mal. Komm. Setz dich ab. Setz dich zur Ruhe. Wir brauchen hier nichts mehr tun. Wir haben genügend Berggeschichten erlebt, gemacht und getan. Das muss reichen für den Rest deines Lebens. Du brauchst hier nie wieder her. Ich auch nicht. Kein interessanter Ort, Bingo. Aber eine Dropzone. Jetzt kann ich mich umsehen und rausfinden, welche Geheimnisse hier auf mich warten. Offensichtlich gar keine, zumindest keine... Oh, da ist noch ein interessanter Ort. Da werden wir dann von dort aus versuchen. Ja, obwohl, können wir gleich machen. Da? Nee. Wo ist hier denn ein interessanter Ort, bitte? Ach, wie ich das immer hasse. Dass das manchmal auch durch Berge durchgeht. Wenn man nie genau weiß, ja... Ist das jetzt wirklich da vorne oder bei dem Gletscher dahinter? Na, wir werden ja sehen. Wenn wir jetzt hier langfliegen, werden wir wahrscheinlich das eine oder andere entdecken. Bisschen die Ruhe genießen. Ist das schön. Nachdem wir dem Letzt doch sehr, sehr viele spannende, extrem reiche Gefahren hinter uns gebracht haben, ist es doch schön, wenn man noch ein bisschen Ruhe hat. Das ist garantiert wieder eine Stadt, die wir entdecken. Die auch irgendwie völlig unter Eis zu sein scheint. Aber jetzt... Hallo. Herzlich willkommen in meiner Welt. Und es ist meine Welt. Sie gehört mir. Habe ich gekauft.
Stimmt nicht, habe ich von Uplay geschenkt bekommen. Aber ist egal. Und was haben wir hier? Ah oui. Oder wir sind im französischen Teil. Das kann natürlich auch sein. Auch wenn sehr vieles hier sehr italienisch klingt. Okay. Offensichtlich sind wir nicht in der Nähe einer Dropzone. Wir werden uns trotzdem einmal hier niederlassen und versuchen, unsere Kamera herumschwenken zu lassen. Zack. Da ist auf jeden Fall noch ein interessanter Ort. Das ist keiner. Da ist auch noch ein interessanter Ort. Das heißt, ich muss jetzt einmal hier den Gletscher runterfliegen. Der erste Nachflug am Abhang des Matterhorns entlang. Das hat sich schon rumgesprochen und ein Haufen Medien sind da, um den Sprung zu filmen. Wenn du das durchziehst, gehen die Videos ab wie ein Zäpfchen. Und dein Ruf geht dann garantiert durchs Dach. Ich habe auch mit Zack und Travis geredet. Da oben weht ein ordentlicher Wind. Also bekommst du Druck von der Seite. Sobald du in der Luft bist. Aber das sollte helfen, Abstand vom Felsen zu halten. Alles klar? Bereit? Legen wir los. Nein, wir legen nicht los. Jetzt will ich da nicht hin. Ich will hier erstmal hoch. Den interessanten Ort freischalten. Und wenn ich mich nicht irre, ist hier auf diesem Hügel auch noch ein interessanter Ort. Und ich bin gespannt, ob wir dann so ziemlich alle interessanten Orte haben, auch wenn ich denke, dass das so 20, 30 sind. Immerhin wurden es pro Gebiet mehr und sogar das eine kleine Gebiet hatte ja so um die 21, 22 Gebiete. Interessanten Orte. Na, ist das interessant genug? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Es könnte ja nur meine Quest erleichtern, alle interessanten Orte zu entdecken. So,
So, da muss ich jetzt irgendwie hochkommen. Das schaffe ich so nicht. Da muss ich einmal außen rum. Na komm, komm, komm. Ein kleines Stückchen nach oben. Da vorne kommen wir nochmal höher. Das ist auch sehr gut gewesen. So, hier könnte auch ein interessanter Ort sein. Ist aber keiner. Könnte, sollte, würde, ist nicht. Das ist das Problem. Und deswegen gehen wir wieder auf diese Seite. Ach, ich hätte das andere gerne geschafft. Freigeschaltet. Inferiore, irgendwas. Del Cor Cervinio. Cervinio. Obwohl, das klingt eher spanisch. Cervino vielleicht nur. Auf jeden Fall haben wir den interessanten Ort freigeschaltet. Das ist schon sehr viel wert. Wir landen jetzt hier. Und gucken uns nochmal mit der Kamera um. Korrekte Landung nach großem Aufstieg. 200 Erfahrungspunkte. Wieder für den Entdecker. Da ist noch ein interessanter Ort. Gehört das denn überhaupt noch zum Gebiet? Nee, das ist schon der nächste Berg. Ich muss hier noch weiter suchen. Challenge will ich gar nicht spielen. Mach hier mal bitte Tag draus. Ich darf keinen Tag draus machen, das ist eine Nacht-Challenge. Dann segeln wir eben. Ach man, dass ich vorhin einfach abgestürzt bin mit der GoPro, das ist so ärgerlich. Das hätte so gut sein können. Ich hätte mich nur ein bisschen besser anstellen müssen.